Meine Damen und Herren, zum heutigen Bezirksliga Nordspiel darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Unser Gast aus Vonstadt spielt mit folgender Mannschaftsaufstellung im Tor mit Nummer 29 Radovan Mu, mit der 4 Jonas Futsch, mit der 5 Thomas Schieder. Das Fritsch mit der Nummer 5 Thomas Schieder, mit der 6 Sebastian Striegel, die 7 Sebastian Domeyer, die 8 Nikola Neid. Die 12 Julian Kiemer, die 13 Felix Brendel. Ersatzbank. Als erster Mann. Mit 22 Führung Torschütze, unser Nummer 9, Bastian Lohninger. Ja, warum jetzt? Sebastian, toll, dass du nach dem Spiel gekommen bist. Ein paar Worte zum Spiel. Ich meine, es war, muss man sagen, für einen neutralen Zuschauer hervorragend, vor allem die erste Halbzeit, vor allem die ersten drei Minuten. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, wenn das so weitergeht, dann wird das Spiel statt 2-2 bestimmt 90-90 ausgehen oder irgend sowas. Wie hast du die ersten drei Minuten und die erste Halbzeit empfunden? Ja, also die ersten drei Minuten, ich spiele schon lange Fußball. Die ersten drei Minuten habe ich so auch noch nie erlebt. Also gefühlt war es auch die ersten Minuten. Wir kommen nach vorne, super durchgespielt, mit einer super Flanke von Neidhardt Nico und Top-Kopfball von Wehrmann Daniel. Direkt im Winkel mit 1-0. Kommen wir super rein und gleich im Gegenzug mit dem Anstoß als 1-1 und gefühlt eine halbe Minute später. Danach ist 2-1 für Fremd. Der Stadionsprecher hat gefühlt noch nicht einmal die Aufstellung gesagt, hat steht schon 2-1. Ja, und dann war es einfach ja, ein heiterer Spiel, ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Das 2-2 am Ende war, finde ich, ein gerechtes 2-2, weil beide Mannschaften gekämpft haben. Das Wetter hat natürlich auch beiden Mannschaften, ja, die erste Halbzeit fremd in die Karten gespielt mit dem Wind, die zweite Halbzeit fremd mit dem Wind. Und dann kommt auch noch ein Haarischauer dazu, also ja, im Spiel war alles dabei. Wenn dir jemand vor dem Spiel gesagt hat, nimmt sie Punkte im Freien mit, wäre es zufrieden gewesen. Nach der ersten Halbzeit muss ich persönlich sagen, hättet ihr eigentlich nach der ersten Halbzeit einen Sieg verdient gehabt. Also da waren die Chancen Hoheit eher auf Vonstrausser Seite. Die zweite Halbzeit war neutral für beide Seiten. Man hat auch keine Großchancen in dem Sinn mehr gehabt. War von beiden Seiten Respekt und beide Seiten wollten das Spiel nicht verlieren, oder? Ja, vor allem die zweite Halbzeit, das Platz war dann auch schwer bespielbar.
Wir sind aber auch noch fremd gefahren, auch mit der Mannschaft die 3 Punkte. Wir wollten da jetzt nicht 1-1 oder 2-2 holen, 0-0 holen. Wir wollten da wirklich 3 Punkte holen. Okay. Wir haben gut noch der Winterpause auszukommen und kein Spiel verloren. Und wir wollten auch wirklich von Anfang an drauf gehen. Also wir wollten auch pressen und fremd unter Druck setzen. Okay. Ihr habt jetzt 3 Unentschieden und einen Sieg geholt. Also Chapeau. Und du hast es schon angesprochen, keine Niederlage. Das nächste Spiel ist immer das schwerste, aber diesmal geht es wirklich auch, man sagt immer so schön, 6-Punkte-Spiel gegen Kulmain daheim. Man kann nach unten deutlich nochmal abgrenzen, den Relegationsplatz, was bestimmt nicht das Saisonziel ist, nochmal sichern. Aber man schaut ja eher nach oben und will weg von diesem Relegationsplatz, dass man einfach gefestigt die Liga hält. Ja. Wir wollen unbedingt die Liga halten. Wir wollen auch nicht um den Relegationsplatz spielen. Wir wollen eigentlich am letzten Spiel auch gegen Schirmitz. Wollen wir ein ruhiges Spiel gegen Schirmitz, was dann heißt, wir sind am besten beide drin geblieben. Ja. Und Kinder dann auch ein Typ wahrscheinlich. Wie geht es dir persönlich? Weil ich meine, das war jetzt dein 259. Spiel, habe ich nachgeschaut. Okay, ja. Bist ja auch schon in einem guten, momentan noch besten Alter. Ja. Hängst du nochmal die Saison dran? Nochmal ein Jahr? Spielst du nochmal? Ja, also mir ist jetzt mal wichtig diese Saison. Ich konzentriere mich jetzt auf die Saison. Ich will unbedingt, dass wir in der Liga bleiben. Was dann passiert, wir werden das dann sehen. Okay. Dann wollen wir erstmal 3 schöne Wochen in der Sommerpause haben. Ja. Dann wieder eine Top-Vorrunde oder wieder Top-Vorbereitung haben. Und dann schauen wir weiter. Ja, mit der Leistung von heute muss euch im Prinzip mit Angst und Bange werden, eher den Gegnern. Also wer beim Tabellenführer einen Punkt holt als Relegationsplatzbesitzer momentan, der kann sich eigentlich nach oben hin wahrscheinlich orientieren. Gut, dann wünsche ich dir und der Mannschaft alles Gute weiterhin, dass eure Erfolgsziele oder eure Ziele erreicht und dann schauen wir weiter. Vielen Dank. Gerry. Sebastian. Servus.